Hallo, hallo ihr Lieben. 7:30, immer noch ein dunkler Himmel. Ihr seht die schwere Flasche. Ich muss heute zum Baumarkt. Muss mich sputen. Da muss ich bis nach Reda fahren für. Und nun muss ich mal sehen, dass ich das Teil einlade. Selbst leer ist es schwer. Seht ihr? Oi. Oi, oi, oi. So. Klar. Mir ist gestern noch die Lampe über dem Herd kaputt gegangen. Einzig gute Lampe im ganzen Haus. Und die hat so blöde Röhren und das war ein Drama. Mein Mann sagt, ja, die Röhren braucht man einfach nur rausdrehen. Ich habe die rausgedreht, aber da war noch eine Metallfassung außen vor. Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären. Konnte mich nicht mehr verstehen. Dann ist er noch selber aufgestanden, hat es versucht, aber er konnte es auch nicht. Und durch Zufall, weil ich irgendwann die Wut gekriegt habe, ist er dran rumgerissen und ja, konnte man da was aufmachen. Dann konnte man die Röhren noch rausnehmen. Jetzt muss ich sehen, dass ich diese Röhren neu kaufe und Kondensatoren. Ich fahre jetzt durch St. Vith durch. St. Vith jetzt hinter mir. Wir gucken auf die Kirchen von Wiedenbrück. Wir müssen aber heute nach Reda. Es dauert also noch eine ganze Weile. Wir fahren jetzt von Wiedenbrück nach Reda. Immer noch dunkel, immer noch grau, immer noch kalt. Ich stehe gerade an der Kreuzung. Das ist die Kirche aus Reda. Ihr seht, busy, viele Leute unterwegs, ist mir viel zu voll, ist nichts für mich, ehrlich gesagt. Habe ich noch einen Moment Zeit? 2-3 Minuten vor 8. Ich bin beim Hellwig heute, Garden Center. Und tausche mein Gas um und hoffe, dass ich diese blöden Röhren finde. Das ist immer das Problem. Das sind alles Sachen, die mein Mann ausschließt. Gasflasche habe ich dann auch Gott sei Dank noch bekommen. Sah erst aus, als wenn nichts mehr da war. Röhren habe ich geholt. Die sehen zwar, haben eine andere Nummer, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Kondensatoren habe ich bekommen. Und wenn ich im Baumarkt gehe, das wollte ich euch zeigen, hole ich immer Farbkarten. Kann man immer gebrauchen, 20 gell? 8. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich diese Röhren suchen musste. Und dann war das Gas alle da. Und dann musste das Gas vorne irgendwo aus dem Anlieferungsbereich geholt werden. Und eigentlich hatte ich jetzt vor, ich wollte so gerne noch mal nach Reda fahren, um meine Maske lege ich gleich wieder parat, um noch mal zum Bücherschrank zu fahren. Aber das schaffe ich heute nicht mehr. Meine Bären sind immer dabei. Auch der, warte mal, ich zeige euch den mal. Der ist auch immer dabei. Und mein Schutzengel, der fliegt immer mit. Ja, das ist das. Und hier sind die beiden Upsis, die habe ich euch auch schon mal gezeigt, ne? Ja, Glücksbringer habe ich natürlich auch und Schutzengel habe ich natürlich und alles Mögliche habe ich hier. Ja, jetzt fahre ich zum Einkaufen. Keine Bücherstube heute, kein Bücherschrank. Aber ist wieder lecker voll. Nicht ganz so voll wie sonst, weil ich nämlich schon mal los war. Wir haben inzwischen schon 8:50. Da nützt all die Beeilerei nichts. Schneller geht es nicht. Jetzt zeige ich euch noch mal so ein bisschen tristen Herbst. Seht ihr, da war ich heute einkaufen. Seht zu, dass ich jetzt nach Hause komme. Frühstück für meine Mama. Nein, vorher muss ich noch zum Bäcker. Ich komme vom Bäcker. Super heiß mit dem scheiß Ofen da drin. Mir steht die Suppe auf dem Korb. Brötchen geholt, beziehungsweise Weißbrot für meinen Mann. Der kann überhaupt nur noch ganz, ganz weiches Brot essen. So, ich bin jetzt schon hinter St. Vith. Ich bin schon fast zu Hause. So. Ach, weites Land, seht ihr. Hier kann ich gerade mal die Kamera halten. In der Stadt ist das natürlich immer so ein bisschen grenzwertig. Und eigentlich ist es generell grenzwertig zu fahren und zu filmen. Aber was tut man nicht alles, gell? Was tut man nicht alles? Mittag ist immer noch grau. Ich habe heute einen ganzen Vogelzug gesehen. Waren das wohl noch Kraniche? Nee, das kann bald nicht sein. So, ich habe alles ausgepackt. Ich habe jetzt Frühstück vorbereitet. Ich habe vorher meinem Mann noch geholfen auszustehen. Bett weggepackt. Das ist heute eine neue Entdeckung. Rettichkresse ist das. Habe ich noch nie gesehen. Seht ihr, ich esse heute einen wunderbaren veganen Käse. Der Scheibenkäse mit Boxhornklehen. Wunderbar. Und mein Mann hat einen veganen Frischkäse und kriegt ein Croissant und ein paar Weintrauben. Und ich ein dicke Tomätchen. Ja, das ist Frühstück und dann geht es hinterher vielleicht mit Mittagessen weiter. So.
So, am Basteltisch geht es kurz weiter, aber ohne Basteln heute. Ich wollte nur kurz... Ach, ich muss trotzdem eben was trinken. Sekunde. Das ist jetzt ein Earl Grey, den ich gestern gekauft habe bei Rossmann. Da kriegt man da 250 Gramm für 2, 3 Euro, 3 Euro, 4 Euro, ich weiß es, 2 Euro, 3 Euro. Gut, habe ich gedacht, man kann es ja mal ausprobieren. Aber man kann es trinken. Aber ich muss dazugeben, dass eigentlich die Tees, die ich sonst habe, ein bisschen, vielleicht ein bisschen lieblicher sind. Also, aber das ist Geschmackssache. Okay. Ich möchte zuerst kurz die Fragen beantworten, hier, was die Stifte und so weiter angeht. Dieser heißt Uniball Eye Micro. Ich weiß nicht, ob ich das so zeigen kann, wenn ich das so... Moment, muss ich so rumhalten. Uniball heißt dieser Stift. Und der weiße heißt, wenn ich das wüsste, ist auch Uniball, Signo. Also man müsste da mal bei Uniball Signo gucken. Keine Ahnung, ob der noch... Warte mal, Uniball, da steht noch was drauf. Uniball Signum Broad, was immer das heißt. White. Ja, das sind die beiden Stifte, die ich habe. Soweit ich weiß, gibt es diesen auch in verschiedenen Stärken. Das müsste ich selber noch mal rausfinden. Die wird auch immer gefragt, kann ich immer wirklich nur empfehlen. Die sind wirklich nicht sehr teuer und die sind sehr, sehr ergiebig. Da ist sogar so ein kleiner Wassertankpinsel dabei. Die habe ich bei Amazon bekommen. Die Stifte kann man überall bekommen. Ich habe sie allerdings bei Happy Painting gekauft, weil ich damals zu faul war, die alle einzeln zusammen zu suchen, die Sachen. Und da habe ich mir auch so einen kleinen Aquarell-Farbkasten gekauft. Die Zusammenstellung passte mir nicht so furchtbar, weil ich mehr Gelb haben wollte. Ich habe mir dann einen leeren, auch bei Happy Painting, dazu gekauft und habe mir noch zusätzliche Farben dazu gekauft, so dass das dann bei mir so aussieht, was sehr unpraktisch ist. Aber ich hatte halt jetzt mit einem so kleinen angefangen. Ich habe gedacht, okay, ein so ein kleiner reicht. Aber da stellte ich fest, mir fehlten ein paar Farben. Und okay, das ist keine preiswerte Variante gewesen. Das kann man günstiger machen. Ich habe es jetzt so, ich bin nicht unzufrieden. Die Farben sind okay. Die sind von Van Gogh. Ja, Van Gogh ist ja auch, glaube ich, eine ganz gute Firma. Ja, ansonsten habe ich hier nur diese... Faber-Castell, das sind, Faber-Castell ist ja immer eine gute Marke, denke ich mir, das sind einfach Künstler-Aquarellstifte. Ja. Aber ganz ehrlich, ihr müsst Leute fragen, die mit Malen besser sind als ich. Ich bin da nicht so bewandert. Kann da vielleicht nicht das Richtige sagen, ich weiß es nicht. Also, warte mal, können wir hier eine Seite wieder hinstellen, dann haben wir sie weg. Ja, ich hatte mal bei Happy Painting, als ich die ersten Bilder sah, ich fand die sehr, sehr schön und lustig und habe mir gut gefallen. Und ich finde die auch nach wie vor lustig. Stellte aber fest, ich kann nicht Bilder nach und ich will auch nicht Bilder nachmalen. Deswegen ist das für mich nicht so interessant gewesen. Ich bin also, der ist leer, ne? Diese Rübe ist leer, den kann ich wegwerfen. Deswegen habe ich mich da auch nicht weiter engagiert. Es gibt ja Bücher, dann wird genau gezeigt, wie man sowas malt. Ja, das finde ich jetzt nicht so gut für mich jetzt. Das ist ja wie Malen nach Zahlen. Das finde ich auch so ein bisschen grenzwertig. Aber es gibt Leute, die machen es gerne und dann ist es in Ordnung. Nur ich möchte es halt nicht machen. So, ich habe jetzt hier wieder meine schöne Tasse Tee, die ich vom Tienchen bekommen habe. Habe ich oft auf dem Basteltisch. Zum Basteln selber reicht heute die Zeit nicht, weil wir haben jetzt schon Mittag. Und ich wollte eigentlich mal so ein gucken, so durch den Tag oder durch einen halben Tag mal so. Mal gucken, wie es ankommt. Aber wir machen noch was anderes. Ich habe ja noch ein paar Karten. Und da habe ich gedacht, wir gucken uns noch mal ein paar Kartendecks an.
Das sind die, die ich jetzt noch so in den Ecken liegen habe. Die sind einfach nur so irgendwo. Warte mal, ich muss ein bisschen Platz schaffen. Das sind ziemlich groß, alle Sachen, die ich hier habe. Wollen wir mit diesem hier anfangen? Dann tun wir die erst weg, das wird so unübersichtlich. Warte mal, lassen wir die erst unten. Das ist das Medizinrad nach White Eagle. Wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich mich sehr ausführlich mit den Eingeborenen, auch mit den Indianern befasst, mit ihrem Weisheit, mit ihrem Leben. Mich hat das sehr, sehr interessiert. Sehr, sehr, sehr interessiert. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das Medizinrad ist. Ich habe auch schon mal eins mitlegen können, ein großes draußen in der Natur. Soweit ich weiß, normalerweise müsste das heute noch liegen, weil sowas, das wurde aus großen Findlingen damals gemacht. Leider ist der Kontakt zu diesen Leuten komplett abgebrochen, die das gemacht haben. Aber ja, wer sich mal mit indianischen Bräuchen und so vielleicht mal befassen will, ich werde das jetzt ja auch nicht erklären, dafür ist der Rahmen einfach nicht gegeben. Der kann ja sich mal einlesen, das Medizinrad, da gibt es Bücher, da gibt es verschiedene Sachen. Indianische Weisheit als Lebensweg. Also dieses ist ein sehr, sehr, sehr schönes Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt eine Einzelkarte ziehen kann in diesem. Also kann ich es natürlich, kann ich, klar. Aber ihr seht, also das gesamte Spektrum, so viele Karten müsste man haben, wenn man das reell machen wollte. Das ist sehr, sehr umfangreich, ja. Dann kann man auch so eine Legung machen, geht auch. Man kann so eine Legung machen, das sind so ein paar Beispiele. Es sind eigentlich immer mehrere Karten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, es sind noch ein paar andere Beispiele, wie man welche Legung machen kann. Ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe das bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Ja, das ist von 97, ist die erste Auflage gewesen damals. Ja, ich werde hier keine Karte ziehen, aber ich will euch gerne, stelle mich kurz hin und zeige euch die Karten. Hüterin der Weisheit zum Beispiel sind alles wunderbare, symbolträchtige Fotos. Ich werde hier jetzt keine Karte ziehen, aus Respekt, weil ich denke, das sollte man in einem anderen Rahmen machen, und zwar in einer richtig großen Legung. Und vielleicht vorher ordentlich räuchern und wirklich sich bemühen. Ich habe auch alles Räucherwerk zu Hause, so ist das nicht, ne? So ist es nicht. Das ist der Totempfahl. Also es ist ein sehr, sehr schönes, sehr spezifisches Kartendeck. White Eagle Medizinrad. Da gibt es auch Bücher zu diesem Thema, die ich schon immer habe. Ich lege das auf die Seite. Das war der erste Streich. Dann haben wir hier Weise Eule, schöner Schwan, ein Orakel der Helfertiere, 40 Farbkarten mit Deutungsbuch, auch Bauer Verlag. Viele sind aus dem Bauer Verlag. Wollen wir mal schauen. Da könnte man vielleicht, na, muss man raus, wir müssten sie rausbekommen. Das wäre die Grundvoraussetzung. So, schöne, stabile Kartonage, ne? Also, das Orakel der Helfertiere verschafft ihnen Eintritt in das Königreich der Tiere. Einem Schamanen gleich können sie mit dem Geist der Tiere in Verbindung treten, um Eigenschaften zu entwickeln, die der Mensch im Laufe der Evolution verloren hat. Natürliche Kraft und Stärke, Instinkt und Intuition, Leben im Hier und Jetzt einfach nur sein. Freundlich, anmutig und stark wirken sie, die 40 Helfertiere, die allesamt aus dem europäischen Raum stammen. Denn je vertrauter ihnen die Tiere sind, desto besser können sie ihre Botschaften entschlüsseln. Nutzen sie die Kraft der 40 Helfertiere, um Konflikte zu erkennen, innere Stärken zu entwickeln und auf dem Weg zur Selbsterkenntnis weiterzukommen. Faszinierende Legemethoden und eine poetische Sprache werden sie dabei begleiten. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Kartendeck. Sehr, sehr schön.
mit einem sehr, sehr, sehr ausführlichen Buch, wo die Einzelkarten sehr, sehr ausführlich beschrieben sind. Und ich sehe schon, da ist noch irgendwas drin. Werde ich jetzt natürlich nicht in die Kamera halten, aber ich sage hier nur, ich habe hier am Sonntag, den 24.08.2003, habe ich Karten gezogen. Und am 1.10. habe ich noch eine gezogen. Und dann habe ich noch am 7.01.2006 Karten gezogen, eine Karte. Und am 23.04. habe ich eine gezogen und am 12.11.13 habe ich eine weitere gezogen. Ich werde euch jetzt nicht sagen, was genau, damit das ist zu privat. Aber ich kann eins machen, in diesem Falle werde ich gründlich mischen und hier werde ich eine Karte ziehen und das werde ich mir auch auf dem Zettel vermerken. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ihr euch so auskennt, so ein bisschen mit Krafttieren und sowas. Das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr interessante Sache. Also mir liegt es sehr nah. Für mich ist das alles nicht schwierig zu verstehen. Da sind Sachen aus unserem Kulturkreis für mich sehr viel schwieriger nachzuvollziehen. So will ich mich mal vorsichtig ausdrücken, ganz vorsichtig. Ich komme eher mit diesen Naturgeschichten mehr zurecht, mit den Naturvölkern, sagen wir mal, mit den ganzen Geschehen. Aber das ist nur meine Meinung. So, ich konzentriere mich jetzt wirklich einen Moment. Das wäre die Karte diesmal. Die Biene, der Fleiß. Ich schreibe mir das ganz kurz auf. Eine Sekunde. Also. Biene, Fleiß. Und heute ist der 15.10.21. Wir können gerne noch mal nachgucken, was die Biene mir sagt, aber ich habe schon so eine Ahnung. Warte mal, Biene, der Fleiß, 48. Wollen wir mal gucken, was sie sagt? Die Karte will ich euch auch gerne noch mal einmal von Namen zeigen. Ich finde, die Karten sind ganz schön gestaltet. Ach so, warte mal, das habe ich versäumt. Ich wollte natürlich auch ein paar Karten zeigen. Also das ist ganz klar. Das sind also die Karten, die hier bei uns, die Tiere, die hier bei uns heimischer sind. Ansonsten habe ich viel mit den amerikanischen Sachen und das sind natürlich oft andere Tiere. Aber ich kann mich auch mit denen ohne Probleme identifizieren. Also für mich jetzt nicht das Heimische, aber es ist schön, dass das Heimische Tiere hier. Also es ist so, hier wird immer, die Eigenschaft der Biene ist hier der Fleiß. Ich bin fleißig und konzentriere mich auf das Nützliche. Ich erfülle meine Pflicht. Ich wachse an meinen Aufgaben. Ich füge mich in die Gesellschaft ein. Ich achte die Gesetze meines Staates. Ich diene bereitwillig einem höheren Zweck. Mein innerer Antrieb gibt mir die Energie für ein facettenreiches Leben. Das ist das. Dann gibt es die Saga der Biene. Das wird jetzt zu weit führen. Dann gibt es die Botschaft der Biene. Mit der Biene bekommst du die Botschaft, dich aus innerem Antrieb in ein facettenreiches Leben mit ständig wechselnden Aufgaben und immer neuen Pflichten einzufügen. Du übernimmst mehr und mehr Verantwortung und gleichzeitig erweitert sich dein Lebensbereich. Auch die jungen Bienen arbeiten zunächst im Bienenstock, versehen ihren Dienst als Wächterinnen am Flugloch und dürfen erst später hinaus in die weite Welt.
Bis zum Ende ihres arbeitsreichen Lebens dienen sie dem Wohl des komplexen Gemeinschaftslebens. Die Biene sagt dir heute, dass du auch bereitwillig einem höheren Zweck dienen sollst, auch wenn du den übergeordneten großen Zusammenhang vielleicht nicht erkennst. Frag nicht lange, sei fleißig. Deine Arbeit, dein persönlicher Einsatz trägt dazu bei, dass die Gemeinschaft, in der du lebst, funktioniert. Vielleicht bekommst du nur einen geringen oder gar keinen Lohn für deine Mühe. Die Biene sagt, mach es einfach, folge deinem inneren Antrieb und tu es. Alles, was der Mensch tut, dient letztlich einem höheren Plan. Das ist, ich sage jetzt gar nichts dazu, aber Leute, die mich kennen, werden jetzt sicherlich sich wundern, staunen. Ja. Und dann ist immer noch ein, öffne dich, wenn du der Kraft deines inneren Antriebs folgst, wirst du viel erreichen. Akzeptiere, dass du, um das süße Leben zu erlangen, auch in den sauren Apfel harte Arbeit beißen musst. Lass deine Arbeit fruchtbar werden für andere Menschen. Erfreue dich an Ordnung und Reinheit. Wisse, dass du leben wirst. Jeder Tod ist Leben. Jedes Leben ist Tod. Mantra, ich bin. Ich habe keine Idee, da sage ich nichts im Moment weiter dazu. Dann habe ich hier ein anderes. Karten der Kraft, ein schamanisches Einweihungsspiel in den Pfad der Tiere mit Karten, Legetechnik, Integrationshandbuch. Keine so schöne Verpackung, so wie so eine früher, wie die so Plastik, ne? Ist nicht so schön. Die Karten wiederum sind sehr, sehr schön. Ja, wenn ich sie rauskriegen könnte, alle Mann an Deck, bitteschön. Das ist hier ein Nachteil. Erstmal ist es eine blöde Plastikverpackung. Großer, großer Nachteil. Und zweitens nervt es hier ohne Ende, dass man es nicht raus... Guckt euch das an. Ist da jetzt womöglich noch was drunter versteckt? Sag mal, das Sakrament. So, bei diesen ist eine Besonderheit. Da sind mehr, also viele, 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 viele Leerkarten. Das ist von 89. Ich lege die jetzt umgedreht rein. Fange jetzt diesmal mit den Karten selber an und zeige mehrere Karten vor. Die sind sehr, sehr schön gezeichnet. Sehr, sehr schön gestaltet. Das sind die indianischen Tiere. Das ist die indianische Tierwelt. Ich mache jetzt nicht jede Karte, aber so alle paar, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt vielleicht, ob euch die gefallen. Also Karten sollen einen schon irgendwie ansprechen, ne? Sonst hat es wenig Sinn, sich mit Karten, die einen nicht interessieren, braucht man sich nicht abgeben. Das ist nicht viel benutzt worden, wie ihr an dem Buch seht. Auch von sechs, also ich, das ist ursprünglich von 89 und diese Auflage ist von siebte Auflage von 96. Ja, derzeit habe ich mich auch noch mit indianischen. Dann sind hier zum Beispiel die Möglichkeiten, wie man legen kann, erklärt. Mehrere verschiedene Möglichkeiten erklärt. Es ist jedes Mal eine genaue Deutung. Warte mal, wo ist so ein Tier? Zum Beispiel sehr, sehr ausführlich über das Tier eine Beschreibung. Ich will mal weiterblättern. Ist hinten noch irgendwas? Ja. Und man kann sich selber Karten machen. Deswegen hat man die Rohlinge. Und man kann, wenn man da tiefer in die Materie eingestiegen ist, kann man sich selber eigene Tierkarten machen. Was auch nicht uninteressant ist. Ich mische diese mal, ich ziehe mir eine. Was jetzt nicht unbedingt dem System dieses Kartenspiels entspricht oder dieses Kartendecks besser gesagt. Also besser würde man auch hier erstmal vielleicht eine Räucherung machen und die Atmosphäre reinigen und sowas alles und sich ganz doll darauf konzentrieren.
und das ist richtig schön auslegen nach irgendeinem System, was ja da auch erklärt wurde. Aber ich denke, bei diesem kann ich es mal riskieren und ziehe mir mal ein Tier. Und mal gucken. Eins. Warte mal, das ist die kleine dazwischen. Die Kartengestaltung ist sehr schön. Oh, ich habe den Fuchs. Ach, den Fuchs, den mag ich sowieso so gerne. Fuchs, wo bist du? Im Fahren? Wirst zu Wald, damit ich etwas lerne? Beobachtest du, ohne dass ich dich sehe? Versuchst du, mich zu lehren, ein Baum zu werden? Ja, Reinige Fuchs hat viele Verbündete im Wald. Dazu gehören das Laubwerk, das ihm Schutz und Kraft gibt. Ja, also es ist der Fuchs, seine Fähigkeiten, sein Leben und. Und da geht es also, ja, also ich kann da jetzt im Grunde keine Deutung rausziehen, weil man hier auch ein Kartenblatt legen müsste, ne? Während sie, ich lese jetzt, ich fix mir einfach so raus, ja, das ist nicht vollständig, aber ich nur so einen kleinen Satz. Während sie vom Fuchs lernen, gewinnen sie wahrscheinlich auch das Vertrauen in ihre Fähigkeit, augenblicklich zu wissen, was als nächstes passieren wird. Nachdem sie eine Zeit lang beobachtet haben, erkennen sie in bestimmten Situationen eine gewisse Vorhersehbarkeit, die sie in die Lage versetzt, schnell zu handeln. Der Fuchs lehrt sie die Kunst der Einheit dadurch, dass sie die Tarnung verstehen lernt. Das reicht durch alle Stufen des Seins, von den Steinen bis zu Gott. Wenn sie Fuchskraft haben, sind sie aufgefordert, alle Anwendungsmöglichkeiten von Einheit zu erkennen. Es ist sehr... Es ist eine, man müsste jetzt alles durchlesen und den Zusammenhang haben. Also da in diesem kann man eigentlich auch nicht gut nur eine Karte, aber ich, die Fuchskarte, naja. So, ich habe noch eins, ein letztes, und zwar Botschaft der Bäume, ein keltisches Baumorakel. Ihr wisst ja, ich liebe ja Bäume ja schon immer. Verpackung, ja. Das gehört in den Deckel, so ein bisschen ausgepuffert. Oder ist das die... Ah, warte mal, das ist das Spielbrett. Da, den muss ich anders. Das ist nicht so einfach bei diesem hier. Ich nehme mal alles raus, was wir haben. Beziehungsweise, das Buch werde ich hoffentlich so rauskriegen. Und das ist ein Spiel. Ich muss die ganze Verpackung auseinandernehmen, damit ich diese blöden Würfel da rauskriege. So, dann lege ich mal... Fällt es mir auch noch um. Hier habe ich ein Spielbrett. Sehr interessant. Das habe ich auch schon ewig und ewig nicht in der Hand gehabt. Ewig und ewig und ewig nicht. Auch ein sehr, sehr umfassendes... hier sind erstmal die Karten der Bäume und ein sehr, sehr umfassendes Buch. Das kann man richtig gehen spielen. Dann hat man hier auch noch Würfel. Hier steht dann Ulme, Kastanie, Eiche oder hier Haselnuss, Apfelbaum und so weiter, Birke, Walnuss, Ölbaum und. Dann hat man hier diese wunderschönen Karten, die ich euch gerne mal näher zeigen möchte. Kann ruhig ein bisschen näher kommen, die sind nicht so groß. Ich finde, die Karten sind sehr, sehr schön gemalt, die Bäume, sehr, sehr schön gemalt. Mir gefallen sie sehr gut. Und ich muss jetzt gestehen, es ist so lange her, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie es geht.
guck mal gerade ins Buch, vielleicht, also hier haben wir auf diesem steht hier Frühling, Vergangenheit, Ursprung, Säen, Sommer, Gegenwart, Handeln, Reifen, Herbst, Zukunft, Ergebnis, Ernten und dann steht hier Winter, kann ich auf dem Kopf nicht lesen, die Schrift, Erkennen, Gesamtheit und Ruhen. Warte mal. Auch das Buch innen ist schön mit Zeichnungen versehen, wie ihr seht. Aber hier könnte ich mir auch eine Karte vielleicht einfach so ziehen. Karten legen. Man kann auch nur würfeln. Also Orakel, die nutzen das Orakel. Wie sie es befragen, die schlafenden Kräfte, da gibt es ganz viele Sachen. Oder man könnte jetzt auch nur würfeln. Wir wollen mal gucken, was sie uns da sagen. 117. Keltisches Bauer. So befragen sie das Orakel. Das sind mehrere Möglichkeiten. Ja? Mehrere Möglichkeiten. Da, ganz genau erklärt. Oder andere, nur würfeln. Auch ohne Karten können sie das Orakel. Alles, was sie brauchen, sind die vier Würfel mit den Symbolen und das Orakelbrett. Werfen Sie die Würfel wie oben beschrieben. Und nur, wenn ich jetzt wüsste, wie sie oben beschrieben worden wäre, dann könnte ich ja machen. Warte. Keine Ahnung. Ordnen Sie die ausgespielten Würfel nacheinander den Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu. Auf diese Weise ergibt sich eine Lösung oder Antwort auf die von Ihnen gestellte Frage. Erfahrene Deuter, die mit den Symbolen und Kräften der Bäume bereits bestens vertraut, können es auch ohne Buch. Gut, okay, wir fangen an. Ich spiele einfach mal jetzt noch, das wird nicht lang dauern, denke ich mal. Ich habe hier die vier Würfel. Ich werde nichts weiter ordnen, weil sie praktisch dahin gefallen sind, wo sie hingefallen sind. So, dann werde ich hier nur die Pappel und hier haben wir den Ahorn und hier haben wir den Ölbaum. Wollen wir mal eben gucken. Pappel, wo war die Pappel? Hier war die Pappel. Ahorn haben wir da. Warte mal. Ölbaum haben wir hier. Und jetzt fehlt mir noch die Birke. Die habe ich wahrscheinlich überblättert. Da ist sie, die zweite. So, okay. Ich habe die jetzt gar nicht mehr zugeordnet, sondern ich habe die Zuordnung habe ich jetzt einfach, einfach dem Schicksal überlassen. Die Würfel fielen so, wie sie fielen. Wir fangen an mit der Vergangenheit. Da steht der Ölbaum. Botschaft der Bäume. Jetzt wollen wir mal gucken, dass ich mir die raussuche. Der Ölbaum ist 148. Es ist natürlich schön, wenn man das hinterher ganz so ohne nachgucken kann. Also der Ölbaum, dieser, steht für Dauerhaftigkeit, Erkenntnis, Weisheit. In der Dauerhaftigkeit liegt das Geheimnis der Erfüllung verborgen. Durch sie werden beständige Vorhaben sicher gelingen. Hindernisse und Probleme verwandeln sich in bestärkende Herausforderungen. Dadurch sind sie den Vorhaben zuträglich. Man sollte zuversichtlich den Lauf der Dinge auf lange Sicht betrachten, um Kraft für lohnendes Durchhalten zu finden. Die reifen Früchte dauerhaften Strebens sind dann sicher zu ernten. Durch vorzeitige Aufgabe bleibt die Erkenntnis des Augenblicks verborgen. Dann ist es ganz viel über den Ohr, Öl heißt der Ölbaum. Das lese ich jetzt nicht für das Witz. Und dann, das ist ja meine Vergangenheit und sind Sie befreit? Welche Kräfte des Ölbaums nutzen Sie? Sind Sie befreit von alten Belastungen? Bringen Sie Ihre Vorhaben zum Abschluss und Erfolg. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Ja, doch. So können Sie die Kräfte besser nutzen.
Verbrennen Sie alle negativen Gedanken. Ziehen Sie ein Projekt bewusst von Anfang bis Ende durch. Verzichten Sie einmal auf alles Fett und nutzen Sie stattdessen nur Olivenöl. Vergangenheit ist schon interessant. Wir sind jetzt im Sommer, das ist die Dauerhaftigkeit war das, und wir sind jetzt im Sommer, da haben wir die Birke und das Licht. Also das ist jetzt ja wirklich eine interessante Geschichte, das muss ich aber mal sagen, gerade mal, das ist die 76. Und da wollen wir mal gucken, was die Birke uns zu sagen hat, das Licht. Na, wo sind wir denn? Ist da gar kein Bildchen dabei bei der Birke? Nö. Habe ich da was falsch gemacht? Warte mal. Einen Moment, vielleicht gibt es mehrere. Es gibt manchmal mehrere Deutungen. Nee, ich habe schon richtig gemacht. Der Ölbaum war... Ja, doch. Ich habe schon richtig gemacht. Ich dachte schon, ich habe es wieder ganz falsch. Nee. Halt. Eieiei. Tatsächlich, es gibt mehrere Deutungen, seht ihr, deswegen sagte ich, so einfach wird es nicht sein, ist es auch nicht, ups. Dann müssten wir hierbei bleiben, keltisches Baumorakel, dann müssten wir hierbei bleiben, das wäre die 134, oh, es gibt mehrere Deutungsmöglichkeiten. Denn ich wunderte mich, weil dieses Bild da fehlte. Also, Licht und Stille. Licht birgt unschätzbares Urvertrauen und beweist klares, unbeschwertes Denken. Es befreit von der Düsternis unfreundlicher Gedanken und fördert das Leben. Die Sonne erstrahlt immer wieder neu und ihre Wärme heilt alle Wunden. Sonnenlicht ist das Licht des Lebens. Es ist immer da und auch im Dunkeln und erinnert daran, dass nach dunklen auch wieder helle Zeiten erscheinen. In ungetrübtem Licht wachsen unbeschwerte, leichte Gedanken. Daraus entwickelt sich neues, kraftvolles Leben. Die guten Seiten des Lebens erscheinen. Welche Kräfte der Birke nutzen Sie? Hier wird wieder viel über die Birke erzählt. Können Sie düstere Gedanken fernhalten? Lassen Sie Ihr Leben von fremden Meinungen bestimmen? Nee. Tun Sie etwas für positive, helle Lebenseinstellung? Ja, ich nutze die Kräfte der Birke. So können Sie sie noch besser nutzen. Gehen Sie bei Sonnenschein auch mal im Wald spazieren. Meiden Sie negative Gedanken und Menschen. Lachen Sie jeden Tag. Das meiste habe ich immer schon so umgesetzt. Also für mich ist das jetzt alles nicht viel schrecklich Neues. Wir haben hier Ahorn in der Zukunft. Da müssen wir mal gucken, was der Ahorn uns sagt. 124. Ich gucke aber trotzdem gleich mal als Vergleich mal bei einem anderen nach. Ahorn. Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstvertrauen. Frei von Verpflichtungen, mutig vorangehen, an nichts festhalten oder klammern, sich eigene Freiheit zugestehen und konsequent leben. So ist man frei von lähmenden Gewohnheiten, fragwürdigen Mustern und überholten Dogmen. Es ist die Freiheit, in jeder Himmelsrichtung zu gehen und in jeder Situation eine persönliche Entscheidung treffen zu können. Innere Stärke zeigen, um sich selbst treu zu sein, ist ebenso wichtig wie frei von äußeren Einflüssen und vermeintlichen Erwartungen zu handeln. Außerdem sollten Sie eigene Entfaltungsmöglichkeiten wahrnehmen, Pläne aktiv verfolgen und Kraft aus neuer Freiheit schöpfen. Wie Sie die nutzen, die Kräfte, vertrauen Sie sich selbst, sind Sie Verpflichtungen eingegangen, die Sie eigentlich lösen möchten, zögern Sie oft, um Interessen anderer zu wahren, nö. So können Sie die Kräfte besser nutzen. Unternehmen Sie einmal etwas allein. Ja, meine Zukunft, ja, ich bin in Zukunft allein. Halten Sie eine Verpflichtung einmal nicht ein und beobachten Sie Ihre eigene und die Reaktion anderer. Fällen Sie eine schnelle Entscheidung nur in Ihrem eigenen Interesse. Naja, das kann ich schon ganz gut. Dann, die Erkenntnis ist die Pappel, die Selbstfindung. Das ist ja nun ein interessanter Aspekt. Da müssen wir wieder suchen, wo die Pappel steht. Die steht bei 127, nur eine Seite weiter, dann hätten wir es ja auch finden können. Selbstfindung, Sensibilität und Besinnung. Das Alleinsein ist eine Chance zur Selbsterkenntnis. Da ist das zweite Mal das Alleinsein. Ebenso können Sie Ihr Gleichgewicht im Selbstwertgefühl finden, um sich vor Selbstaufgabe zu schützen. Rückzug und Besinnung auf eigene Werte und Fähigkeiten und Überdenken und Prüfen eigener Wertvorstellungen können sehr wertvoll sein.
Das Sammeln geistiger Kräfte, Besinnlichkeit und Selbstfindung sind notwendig, um selbstbewusst zu handeln. Inwieweit sind sie von der Umwelt unbeeinflusst? Durch die Natur können sie das Gefühl der Einheit mit dem Ganzen erleben, sensibel neue Welten erkunden und sich so das Prinzip der grenzenlosen persönlichen Freiheit erschließen. Und dennoch, welche Kräfte nutzen sie? Überdenken und prüfen sie ihre Wertvorstellungen. Sind sie wie die Pappel sensibel und horchen auf das leiseste Flüstern? Besinnen sie sich auf ihre Ziele und eigenen Werte. So können sie sie noch besser nutzen. Nehmen sie sich Zeit, um über sich nachzudenken. Horchen sie auf ihre innere Stimme, um sich selbst zu erfinden. Tun sie wieder einmal Dinge, mit denen sie schon einmal außergewöhnliche Erfolge erzielen konnten. Tja, das ist ja mal eine interessante Geschichte, ja? Das ist ja mal jetzt wirklich eine interessante Geschichte. Sagt das jetzt einfach mal so. Also das war das keltische Baumorakel. Und dann habe ich hier die gleichen Bäume nochmal im keltischen Baumkreis. Ich will nur mal gerade gucken, zum Beispiel bei der Birke, wo die Birke ist, die war hier bei 76. Und da will ich mal gucken, das war ja die Sommer 76, da will ich nur mal gerade gucken, ob die viel andere Aussagen hat als vorher. Ah, das sind die Hintergrundwissen bei den Kelten, Geburtsbaum, Heilkräfte nutzen und so weiter. Also waren wir schon auf der richtigen Seite, wo ich geguckt habe. Also dieses ist eins der Sachen, wo man wirklich etwas tiefer einsteigen muss und sollte. Das finde ich sehr interessant, was jetzt hier bei mir rausgekommen ist. Und ich glaube, ich werde mir das gleich mal kurz notieren und einen kleinen Spickzettel hier ins Buch legen. Und werde da noch mal dran arbeiten. Die Einsamkeit, das Einsamsein, alleine sein steht in der Zukunft und ist auch die Erkenntnis, die ich haben werde. Ich weiß es halt, das ist so, das meiste, was mir hier gesagt wurde, setze ich schon sowieso immer schon um. Für mich sind da nicht viele neue Überraschungen gekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manch einer, der sich auf diese Karten einlässt, doch vielleicht die ein oder andere interessante Anregung bekommen könnte. Ich finde dieses sehr schön, nach wie vor, muss ich sagen. Werde mich jetzt nochmal damit befassen. Botschaft der Bäume. Ganz schön, wirklich schön gemacht. Und das war das von jetzt. Und ich werde jetzt gleich kochen und werde euch dann ganz kurz nochmal das Rezept von heute Mittag anhängen. So, bis gleich. So, bei uns gibt es heute Mittag Austernseitlinge, ganz, ganz frisch. Ich mache Stampfkartoffeln dazu. Zwiebeln rösten schon an. Zu den Zwiebeln kommen gleich noch 1, 2, 3 kleine Tomätchen. Und die Pilze röste ich einzeln in einer Extrapfanne an. Und zwar in Kokosöl. Zeige ich euch gleich. Die Pilze brate ich an, dass sie leicht gebräunt sind. Nicht verbrennen möglich. Und dann stelle ich die beiseite und mache dann erst die Soße fertig. Das zeige ich euch aber gleich. Im Moment muss ich mich ein bisschen auf die Pilze konzentrieren, dass sie mir nicht anbraten. So, da brutzel die Zwiebeln und ein paar kleine Tomätchen. Die Tomaten geben einen großen Teil der Soße her und wenn sie etwas verbraten sind, Moment, ich hole mal eben den Pfannenwender, dann füge ich wie immer einen guten geholzten Löffel Mandelmus, Esslöffel hinzu, Handvoll Hefeflocken, gieße in diesem Fall mit Tee auf, lasse ich aufkochen und vielleicht noch ein Schuss Sahne. Wir werden sehen. Salz und ein wenig Agavendicksaft sind jetzt schon dabei. Wenn man will, kann man Soße zu braten, zum Beispiel von Gefro, einen Löffel dazugeben. Dann ist die Soße noch ein wenig würziger. Da ist bis jetzt nur dieser Tee dran gekommen, das war heute schwarzer Tee.
Aber ich denke, das schmeckt. Dann schmecken wir es mit ein bisschen Pfeffer ab, vielleicht noch gleich Petersilie. Ich denke, das wird ganz lecker. Die Soße ist fertig. Sie ist ein wenig dicker geworden, was ich nicht als Nachteil empfinde. Man könnte ohne Probleme jetzt noch etwas Sahne hinzugeben oder sonst irgendeine Brühe. Ich habe heute Schlagcreme genommen. Normalerweise würde ich Hafercuisine nehmen oder Sojacuisine, habe ich aber nicht. Geht Sahne genauso gut. Auch gleich für einen Kartoffelstampf nehme ich den Rest des Paketes. Ganz ehrlich gesagt, wir brauchen hier mit Kalorien für meinen Mann nicht zu sparen. Deswegen werde ich das ohne Probleme mit der Sahne machen. Die ist allerdings nicht ganz so fett. Die ist natürlich vegan, ne? Das ist klar. Das ist 100% vegan. Es geht alles in vegan heutzutage. Man muss weder Tiere quälen noch quälen lassen. Mit der Ausrede, es geht nicht anders oder es schmeckt so gut. Muss nicht sein. So, das lasse ich jetzt so leicht noch wärmen. Das ist mit dem Kartoffelpüps da. Das dauert noch ein paar Minuten. Die Pilze lege ich jetzt schon mal gleich drauf, damit die nicht kalt werden. Und dann zeige ich euch später den fertigen Teller, wie immer. So, das ist jetzt demnächst der Kartoffelstampf. Bin noch nicht ganz fertig. Die restliche Sahne ist da reingekommen. Guter, großer Stich Butter und noch etwas Salz. Mein Teller. Kartoffelstampf mit Seitlingen, also Austernseitlingen, Austernpilzen und leckerer Soße. Alles im Vegan. Und ich, mir läuft das Wasser im Mund. Ich esse so, so sehr gerne Pilze. Ah, lecker, lecker, lecker. Ist ein schnelles Essen, ist nicht kompliziert und ist wirklich lecker. So, für heute sage ich Tschüss, das war's. Ich denke, ich werde jetzt die Filmstückchen zusammenklöppeln und dann hoffentlich bald einstellen. Bis bald, macht's gut, tschüss.